Öffentliche Wäschereien haben ihren Ursprung in sehr alten Zeiten, aber im 19. Jahrhundert war ihr Bau am berüchtigsten. In der Gemeinde Puebla wurden, insbesondere in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, mehrere Freiluftwäschereien sowie Brunnen und Gräben gebaut. Die einzige überdachte Wäscherei für den öffentlichen Gebrauch, die es in dieser Gemeinde gab, war Almaciles. Die ersten Daten, die wir über die Wäscherei Almaciles haben, stammen aus dem Jahr 1893 und hatten ein Budget von 498 Peseten. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Waschküche in Form eines rechteckigen Grundrisses von 60 Quadratmetern mit zwei zentralen Pfeilern oder Säulen gebildet, die ein Dach oder ein Satteldach mit Holzbalken und ohne Seitenwände trugen, wobei unter dem Dach zwei Waschbecken untergebracht waren zum Waschen selbst und ein weiteres zum Spülen der Kleidung. Das Wasser, aus dem dieses Waschbecken gespeist wurde, stammte aus der Leitung oder dem Trinkwasserbrunnen, der sich auf der Plaza de la Libertad befand und noch immer befindet und von dem alle Nachbarn versorgt wurden. Anfang 1945 wurde es aufgrund der im Winter auftretenden niedrigen Temperaturen, die sogar das Wasser in den Waschbecken gefrieren ließen, komplett zugemauert, um es in einen geschlossenen Bereich mit einer Zugangstür zu verwandeln. 1977 erhielt die Stadt Kanalisation und fließendes Wasser sowie die ersten Haushaltswaschmaschinen. Die Waschküche fällt dann außer Betrieb und wird nach kurzer Zeit deaktiviert,